Ja, moin. Was ist los? Worüber will ich mit euch reden? Es sieht so aus, dass ich das Maschinenbasteln, also das Nähmaschinenbasteln, komplett aufgegeben habe. Deswegen sind auch die Videos immer seltener geworden und es kommt eigentlich daher, dass ich erkrankt bin. Ich habe vor ungefähr 2 Monaten Probleme mit der Verdauung gehabt, war nicht mehr in dem Umfang. Ich hatte Magendruck, ich habe weniger gegessen und am Ende hatte ich sehr starke Bauchschmerzen und habe mich ins Krankenhaus einweisen lassen, wo dann festgestellt wurde, dass ich unter Darmkrebs leide. Ja, beim Ultraschall, bei der Einlieferung fingen die Ärzte schon an zu tuscheln, was einem allgemein kein gutes Zeichen ist. Nach dieser Untersuchung hat man mir eröffnet, dass ich wohl einen circa 25 cm großen Tumor im Darm habe und der müsse raus, dass ich bereits über Metastasen in Leber, Milz und Nieren oder dass Leber, Milz und Niere betroffen sind. Und auf meine Frage hin, wie schlimm das sei, hat man mir dann vorsichtig gesagt, also dass ich wohl noch eine Lebenserwartung von circa 5 Jahren hätte. Und abends wurde ich erneut untersucht vom Chefarzt und der meinte dann zu mir, dass sie das Ergebnis nochmal überprüft haben und leider meine Lebenserwartung weiter runterschrauben müssen und ich mit unter 3 Jahren rechnen muss. Ja, also gab es eigentlich für mich andere Prioritäten, was wichtiger ist, als an Nähmaschinen zu basteln. Ich habe inzwischen meinen Nähmaschinenpark verkauft. Ich habe nichts mehr. Bisschen ein paar Kleinteile, aber nichts mehr so zum Nähen, weil ich hier nicht in meinem Kämmerlein hinter der Nähmaschine irgendwann sterben möchte, sondern ich möchte noch ein bisschen was erleben, ich möchte weiterleben. Bitte keine Vorschläge, welche Behandlung man machen soll und wo man hingehen sollte und wer Krebs heilen kann und keine Mitleidsbeteuerung. Ich habe es akzeptiert, ich komme damit klar. Mein Vorteil ist, ich weiß, wann ich in etwas sterbe. Wenn ich Glück habe, zieht sich es noch ein bisschen hinaus, aber sterben müssen wir alle. Bei mir sind es dann eben ein paar Jahre weniger von meinem Konto. Passt mir nicht so richtig. Ich habe es mir eigentlich anders vorgestellt. Ich wollte noch mit meiner Frau im Alter viel unternehmen. Das wird wohl nichts mehr. Aber wie ist es dazu gekommen? Ich weiß es nicht. Also beim Gespräch mit dem Chefarzt hat er mir gesagt, also dass ich wahrscheinlich schon seit 10 bis 15 Jahren mit diesem Tumor herumlaufe. Und da er sich nicht großartig bemerkbar macht, ja, habe ich es nicht gewusst. Dazu kommt mangelnde Arztbesuche, weil es geht einem ja gut und so kleine Zipperlein nimmt man hin. Bei mir waren es verschiedene Symptome, mit denen ich gelernt habe zu leben und die ich aber auch nicht zuordnen konnte. So hatte ich zum Beispiel an den Wasser an den Fußknöcheln, immer wieder mal. Mit Wassertabletten geht das weg, dann ist wieder alles gut. Dann hatte ich immer wieder im Unterbauch Beschwerden, dass es mal kneift und drückt. Da denkt man, okay, das sind vielleicht Blähungen. Meistens war es ja auch nach kurzer Zeit, Minuten, wieder weg. Dann hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich hier an der Seite ein Ziehen habe, an der rechten Seite,
Da bin ich davon ausgegangen, Mensch, ich war jung, Moped fahren. Muttern hat immer gesagt, mach mal Nierengurt dran. Aber wir wussten es ja besser, also sind wir ohne Nierengurt gefahren. Jetzt muss ich eben mit diesen Folgen leben. Und es sind noch verschiedene weitere Symptome. Juckreiz an den Beinen, sehr stark an den Unterschenkeln. Und das vernachlässigt man, das ist da, lernt man mit zu leben. Man findet auch Gründe, warum das so ist. Auch hatte ich gelegentlich, wenn ich unter Stress stand, Blut im Stuhl, wo ich für mich dann gesagt habe, okay, du hast mal Hämorrhoiden gehabt in jungen Jahren und immer wenn Stress ist, machen die sich bemerkbar. Das war meine Erklärung. Das Jucken an den Knie, an den Schienbeinen habe ich damit erklärt, dass es halt trockene Haut ist und dass ich mich mehr cremen muss. Dann, ja, Blähung hat jeder mal, geht auch wieder weg. Wie gesagt, das Ziehen in der Seite habe ich auf fehlenden Nierengurt in der Jugend zurückgeschoben. Und wegen solchen Kickerlitzchen rennt man ja nicht zum Arzt. Ich bin 59. Und hätte eigentlich schon längst meine Darmspiegelung machen müssen. Jetzt, wo ich die Probleme mit der Verdauung hatte, fing ich an. Also ich hatte die Magenspiegelung hatte ich gemacht, ohne Befund, weil ich halt Magendruck hatte. Ich hatte ja auch weniger gegessen. Darauf war ich dann auch noch zur Blasenspiegelung. Habe also auch im unteren Teil alles nachgucken lassen. Das nächste wäre die Darmspiegelung gewesen, aber der Vorfall kam vor der Darmspiegelung und somit war ich viel zu spät. Ich hätte eigentlich so mit 30 schon mal die erste Darmspiegelung machen sollen, dann wäre das Ganze besser für mich ausgegangen. Jetzt ist einfach das Ergebnis unheilbar. Die Leber ist nur noch zu 20% funktionsfähig, lässt sich nicht mehr regenerieren. Wie gesagt, Milz und Nieren sind auch angegriffen. Ich muss damit leben. Und ich lebe damit. Und habe jetzt die zweite Chemo hinter mir. Da komme ich wahrscheinlich später nochmal. Ich werde wahrscheinlich ein kleines Tagebuch führen. Oder beziehungsweise immer wieder mal ein Video reinstellen, wie es mir dann jetzt ergeht, was passiert ist und ja, wie ich denke, dass ich weiterkomme, weiterlebe. Und ich weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Ja, es ist das erste Mal, dass ich Krebs habe, hört sich ein bisschen komisch an. Es ist das erste Mal, dass ich Chemos erlebe. Und die auch für mich erst auswerten muss, was ist nun eine Folge der Chemo oder wie macht sich das im Körper bemerkbar. Da werden bestimmt noch weitere Videos folgen. Also ich habe eine Kombi-Chemo, einmal Antikörper, einmal die Chemotherapie als solches und im Nachhinein bekomme ich dann noch wieder zur Knochenaufbau und Blutkörperbildung, eine Injektion. Und ja, das sind da gibt es viele, viele Begleiterscheinungen und die muss ich für mich selbst erstmal auswerten. Ja, nun wisst ihr halt, warum ich keine Videos mehr hochgeladen habe. Die folgenden Videos werden keine Nähmaschinen mehr betreffen, aber wie gesagt, ich werde mein Krebsleiden noch etwas weiter darstellen. Für den einen oder anderen wird es interessant sein, weil er sich selbst gerade mit der Thematik beschäftigen muss oder aber vielleicht einfach, dass er selbst in Eigenregie Vorsorge betreibt und sagt, Mensch, ich lasse mich lieber mal untersuchen, es ist eine kleine Untersuchung, aber besser, als dass man vor so einem Ergebnis steht wie ich. Okay, das war erstmal ein Versuch. Ich habe lange Zeit gebraucht. Das Video sollte eigentlich schon lange erstellt werden. Aber
Es ist nicht so einfach, sich selbst damit auseinanderzusetzen, wie es einem geht. Und es ist auch nicht einfach, das zu teilen, anderen Menschen zu sagen, ich habe Krebs. Es ist zwar kein No-Go, aber ja, ich weiß es nicht. Gut, ich lasse es erstmal so. Hoffe, dass es mir erstmal weiter gut geht oder vielleicht auch besser geht. Und melde mich die Tage, Wochen immer wieder mal und berichte, wie so die Behandlungen laufen. Zurzeit habe ich einen Haufen Papierwust hier, weil es geht ja um die Pflege, es geht um die Palliativvorsorge, es geht um die Chemos, es geht um die Rente, es geht um das Erbe. Also es ist so viel zu tun jetzt, weil ich eben nicht genau weiß, wie lange ich noch habe. Und von daher weiß ich nicht, in welchen Abständen ich Videos hochlade. Wie gesagt, keine Mitleidsbekundungen, keine Ratschläge, gut gemeinte Tipps. Ich komme damit klar. Ich habe für mich entschieden, dass ich den herkömmlichen Weg gehe mit Chemo, mit, also den normalen Weg und nicht auf irgendwelche Zaubermittel oder Naturheilkunde und hast du nicht gesehen, Wunderheilern. Da werde ich nicht drauf zurückgreifen. Ich nehme es so hin und versuche eben diese Zeit aktiv wahrzunehmen, als dass ich auf der Jagd bin nach Heilung, denn das tut mir auch nicht gut. Die Kommentareinstellung bei diesem Video bleibt offen. Ich lasse für mich aber offen, wie weit ich darauf antworte und wie gesagt, nehmt es so als Information und nicht als Jammern hin. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass eben auch andere in meine Situation kommen und dann gar nicht wissen, was auf sie zukommt, beziehungsweise wie der weitere Verlauf ist. Deswegen mache ich das hier. Gut, damit belasse ich es erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, achtet auf euren Körper und wir sehen, was wird. Bis dann. Tschüss.